Hallo und herzlich willkommen zurück bei God of War Ragnarök. Wir sollen auf unser Zimmer gehen. Wir sind hier komplett eingezogen. Wir haben unsere Vergangenheit mit unserem Vater und unserer Mutter hinter uns gelassen. Wir wohnen jetzt hier. Wir gehen dann morgen auch in die Schule, früh um 8. Das Brot wird uns von der guten Sif hier geschmiert. Und das Trinken bekommen wir vom guten Tor. Und unsere Schulkameradin ist da vorne und die trotzt gerade. So. Dieses Feld dahin. Ja, schon, ja, stimmt. In solchen Momenten fehlt mir Zuhause. Ingrid, hast du ein Zuhause, bevor du herkamst? Jemand, der sich um dich gekümmert hat? Das klingt wie ein Ja. Vielleicht kann ich dir helfen, sie zu finden. Ohne es zu vermasseln. Na, klingt das gut? Nee, du wartest jetzt. Odin, du wartest jetzt auf mich. Ich muss jetzt mal in meinen Schrank gucken. Gut ausgestattet. Wo fange ich an? Ja, erstmal hier. Falls er uns angreifen will, dann werden wir einfach ihm einen Bogen abschießen. Ach, das war's schon. Mehr hat er nicht. Wir könnten dieses Ding herstellen. Bogenfähigkeiten und Runenbeschwörungen haben eine verringerte Abklingzeit. Ah, hört ja auch cool an, ja. Jetzt haben wir so viel Krempel, dass ich gar nicht weiß, was ich damit machen soll. Okay. Gut. Wir müssen sie jetzt verantworten. Darf ich reinkommen? Ja, er hat seine Schlafmütze ab. Ich habe gehört, was Heimdall gesagt hat. Ich würde es gern von dir hören. Was war los? Es war nicht da. Ich lag falsch. Tja, wir alle machen Fehler, Junge. Doch Garn befreien. Das war ein großer. Chaos breitet sich bereits in den anderen Welten aus. Wir sind sicher, hier in Asgard. Doch überall sonst? Ich glaube, ich will jetzt nach Hause. Na schön, wenn du das willst. Ich habe dir schon gesagt, du bist kein Gefangener hier. Du entscheidest, geh, denke nach. Sicher kommst du wieder. Doch bevor du gehst, brauche ich die Maske zurück. Nicht, dass ich dir nicht trauen würde, du verstehst. Es ist eine Gesellschaft. Oh, und Ingrid? Pizza, ich muss gehen. Alles versaut und jetzt rennt er weg. Und Loki, wenn du dich bereit fühlst, unsere Arbeit hier wieder fortzuführen, dann wird dich Hugin in deinem alten Haus erwarten. Du lagst falsch, aber dennoch bist du hier weiterhin willkommen. Oh, und sag Hallo zu Mimir von mir. Garm. Ich weiß, dass ich bei dieser Kreatur einen großen Fehler gemacht habe. Aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich einfach nur einen angeketteten Wolf in einem schlechten Zustand sah. Ich dachte, dass er glücklicher oder vielleicht sogar ein Freund werden könnte, wenn ich ihn befreite. Wie hätte ich auch nur ahnen können, dass er Welten aufreißen, absolutes Chaos anrichten würde. Ich weiß, dass er sehr verletzt worden sein muss und Tiere sind gefährlich, wenn sie leiden. Aber ich wünschte, er hätte sich von mir helfen lassen. Jetzt weiß ich nicht, was mit ihm geschehen wird oder mit uns allen. Nur froh sein würde, zurück zu sein. Wenn du bleibst, musst du vielleicht eine Weile warten. Ich hab dir mal das Feuer angemacht, gell, dir, damit dir wenigstens nicht kalt wird. Wird schon gut werden.
Es hätte mich nicht gewundert, wenn plötzlich Kratos vor uns steht. Natürlich. Ach, ich kann ja gar nichts mehr. Mist. Oh oh. Au. Leute, ich bin gerade zurück. Au. Sollte schnell zum mystischen Tor. Odin hatte recht. Garm befreien. Wie konnte ich es so vermasseln? Also, wie soll ich so sagen? Atreus kommt nicht gut weg gerade. Also dann, ich werde ihm gegenübertreten. Diesmal laufe ich nicht weg. Gut, fast zu Hause. Es ist gut. Alles wird gut. Nein, nein, nein! Du bist es! Warte! Du bist es! Kleiner, kommst wie gerufen! Hörte mal was, ja? Wo ist Vater? Der versucht dich zu finden. Kann das warten? Wir werden hier angegriffen. Atreus, pass auf! Es nimmt kein Ende. Ich muss den Weg. Atreus, halt sie mir vom Leib. Sag mir wann! Laissa Riva. Laissa Riva. Laissa Riva. Vater! Hoch mit dir. Hilf Freya, ich werde sie ablenken. Nur passiert. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ist es vorbei? Trotz deiner Untätigkeit. Wo ist Atreus? Atreus? Hat der Ausreißer all das hier mitgebracht?
still. Ich sag doch, das ist nichts. Oh, du blutest. Heul nicht so rum. Ich bin schuld. Die Hehlläufer sind überall. Überall. Das ist nicht deine Schuld. Doch ist es. Da war ein Wolf in Hehl. Er war in Ketten und ich hab ihn befreit. Ich dachte, wenn... Garm! Ach, verdammt, Junge! Garm ist frei! Garm? Garm wurde befreit? Das ist Wahnsinn, aber doch nicht von dir, Kleiner. Wenn der Hund von Hehl frei ist, zerstört er das Gefüge der Welten. Hehlläufer sind erst der Anfang. Wie konntest du nur? Ja, das einen Fehler zu nennen, wäre noch untertrieben. Was trieb dich zu so einer Tat? Ist das Lokis Werk? Genug. Lasst ihn. Atreus hat einen Fehler gemacht. Wir werden ihn gemeinsam beheben. Toll. Wenn es euch nichts ausmacht, bleibe ich hier. Ich hab die Nase voll von Helheim. Nimm ihn. Das ist ein guter Kopf. Lauf nicht so langsam. Ein Problem. Ich kenne keinen Weg zurück nach Helheim. Frag mal das Eichhörnchen. Ich muss sofort mit euch sprechen. Auf der Stelle. Botanische Methoden. Was ist los? Herrschaften, entschuldigt meinen schroffen Ton. Aber was zurzeit in Helheim passiert, ist vollkommen inakzeptabel. Ich muss darauf bestehen, dass ihr sofort etwas dagegen unternehmt. Ich bitte dich, kehre sofort nach Helheim zurück und mach das, was du getan hast, rückgängig. Also dafür, dass ihr vor der... Außerdem, tu es nie wieder. Okay, gibt es sonst noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Kann ich erstmal hier reingehen? Dann bitte so wenig zusätzliche Verspätung wie möglich. Sindri, alles gut? Was ist mit deinem Kopf? Machst du Witze? Du warst das. Was, ich? Ja, mit deinen Bärenkrallen. Das wusste ich nicht. Hey, fang nicht schon wieder an. Seht ihr nicht, dass mein Schädel brummt? Wie kann ich helfen? Wir gucken mal. Wäre zu schön gewesen. Und dein Sohn? Nix. Was darf sein? Der war böse, der kriegt nix. Soll das einfach ein Hund sein? Ein Hund befreit. Oh, wie sieht das aus? Warte mal. Das sieht irgendwie komisch aus. Göttliche Asche. Oh, nee. Hüftrüstung? Tja, dieser Plan, etwas Schlimmes zu verhindern, hat ja einwandfrei funktioniert. Das reicht.
Nordköpfchen. Oh, lass dich nur nicht hetzen. Es steht ja bloß das Gefüge der Wirklichkeit auf dem Spiel. Hat sie dich einfach hier abgesetzt? Was für eine Freya, das ist aber unfair. Ich verstärke unsere magische Verteidigung, falls sie wiederkommen. Aber du solltest dich beeilen. Wo ist denn unser großer Freund? Hä? Jetzt mal im Ernst, wo ist er hin? Da hat es uns immer gehockt. Tiere ist weg. Dann auf nach Helheim. Und wir müssen es doch gegen den großen Hund kämpfen. Und bitte, vermasselt es nicht. Willst du mich nicht, naja, zurechtweisen? Nein. Ich bin erleichtert, dass du sicher bist. Na gut. Wow. Vielleicht sollte ich öfter weglaufen. Atreus. Nur Spaß. Tut mir leid. Wo hast du denn den neuen Speer her? Brock hat ihn gemacht, aus Dröpnir. Was ist das? Ein Ring. Was hat es mit ihm auf sich? Ich weiß es nicht. Du warst nicht da, um zu fragen. Du kriegst gleich einen auf die Nuss, wenn du so komisch bist. Jo, gut. Atreus. Er hat bestimmt nur Angst. Er hat wirklich lange in Ketten. Die tun ihm nicht weh, ja? Eine verzweifelte Kreatur kann die gefährlichste sein. Ich weiß. Wir müssen rüber, bevor er noch mehr Weltenrisse öffnet. Ja, jetzt brauchst du dich beeilen. Du hast verbockt. Mir ist jetzt eben so klar geworden, als sie wiedervereinigt wurden. Oh, ich glaube, ich werde so traurig sein, wenn das jetzt zu Ende ist. Kann das Teil aus der Wand brechen? Sieht recht brüchig aus. Oh, Windkräfte? Toll! Wollte Odin, dass du die Kreatur befreist? Was? Nein! Warum? Arbeitest du nicht für ihn? Es ist nicht, wie du denkst. Was er auch verspricht, man kann ihm nicht trauen. Tu ich nicht. Aber er hat etwas, was ich brauche. Es ist schwer zu erklären. Noch einer! Von links! Was? Wo denn? Da oben. Wir müssen da hoch. Wir müssen da hoch. Aber das Eis ist im Weg. Ich erledige das. Hä? Ach so. Ja. Noch einer. Da brauchen wir noch einen da oben. Damit wir auch ja diese Runen hier lesen. Der Wind deiner Flügel. Gebet an Hersfelger. Der Wind deiner Flügel verängstigt mich und füllt meine Segel. Die Worte scheinen den Adler dieser Welt in einem Moment zu verachten und im nächsten zu preisen. Sucht nur Stumpf, der Junge. Weiter. Oh, war die eingefroren?
So, ich krieg nix, oder was? Nur Sonio hat was gekriegt. Deine Arbeit für Odin. Du sagtest, es sei schwer zu erklären. Warum? Du musst mir einfach vertrauen. Ich weiß, das ist zu viel verlangt. Aber kannst du vielleicht... Was hat er, das du brauchst? Warum sagst du es mir nicht? Es ist kompliziert. Was ist mit dir? Warum hast du eine neue Waffe? Ich dachte, du wolltest keinen Krieg. Will ich nicht. Aber... Ist es kompliziert? Kann man so sagen. Es ist sehr kompliziert. Hat jemand von euch diese ganzen Viecher abgeschossen? Ich hasse das. Wow, keine Lust mehr. Jeder hat seine Geheimnisse. Manchmal ist es der einzige Weg, um seine Lieben zu schützen. Und sorge dich nicht wegen Odin. Ich gehe nicht zurück. Das ist gut zu wissen. Oh Gott. Oh oh, ein Weltenriss. Ein Weltenriss? Garm war fleißig. Ich glaube, ich weiß, wie Freya einen verschloss. Auf geht's, halte die Feinde fern. Mache ich. Sag, wenn du bereit bist. Heerläufern da folgen. Wir bestimmt Garm. Okay. Oh! Da oben kommen sie doch schon. Leisa. Riva. Da können wir echt dran gewöhnen. Ach, dann sind wir fertig. Das musstest du nicht. Ich bin dein Vater. Ich helfe immer. Solange ich kann. Tja, das ist gut zu wissen. Erzähl, was hast du in Asgard gemacht? Ich habe Dinge für Odin übersetzt. Er hat diese Maske gefunden, mit der ein magischer Riss verbunden ist. Ist alles irgendwie... kompliziert. Ja, aber ich habe Leute in meinem Alter getroffen. Freunde gefunden. Ich hoffe, wir sind noch Freunde. Man darf Odins Gefolgsleuten nicht trauen. Leuten zu trauen muss nicht schlecht sein. Es schadet dem Urteilsvermögen. Vielleicht, aber ich habe die Einsamkeit satt. Atreus. Finden wir raus, wie dieses Tor funktioniert, ja? Alles klar. Haben wir hier noch irgendwas? Da kommen wir her. Da ist nichts. Diese gelben Dinger, die machen mich verrückt. Da
Das sieht schon sehr geil aus. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.